Ein Beckenbodenzentrum ist eine Institution, die sich spezialisiert hat auf die Behandlung und die Diagnostik bei Patientinnen mit Senkungszuständen oder einer Inkontinenz. Im Rahmen einer urogynäkologischen Untersuchung wird zunächst einmal überprüft, was ist das Hauptproblem, das die Patientin hat. Ist es ein Thema der Senkung bestimmter Organe und welche Organe, welche Haltestrukturen sind dabei defekt, besteht eine Inkontinenz, und dementsprechend gilt es dann, ein Behandlungskonzept zu entwickeln. Eine sehr häufige und oft auch die entscheidende Ursache einer Senkung besteht darin, dass Haltebänder, die den Gebärmutterhals bzw. das Scheidenende im kleinen Becken befestigen, überdehnt sind oder gerissen sind. Das ist die typische Folge von Geburten und Schwangerschaften, gerade beim großen Kind oder bei operativ vaginalen Entbindungen. Und dann ist das Ziel der Operation, diese Haltebänder, die man hier sieht, wiederherzustellen, sodass die Organe wieder in ihre ursprüngliche Position zurückkommen. Die typische und in gewisser Weise althergebrachte Technik funktioniert dergestalt, dass man nur auf der einen Seite, auf der rechten Seite des kleinen Beckens, diese Bänder ersetzt. Wir haben inzwischen diese Technik hier modifiziert, sodass wir eine beidseitige Wiederherstellung als typische Operation anbieten, die wir für deutlich effektiver halten und die damit auch langfristig die Senkung besser beheben kann.